Willkommen zu einem weiteren Infovideo bezüglich der neuen anstehenden DLC, das rauskommt, die Legion. Und natürlich bringt die Legion nicht nur einen neuen Killer mit, sondern auch einen neuen Survivor. Also wenn ihr die Geschichte von dem Killer auch wissen möchtet und ein bisschen über die Perks was erfahren möchtet, schaut euch auch dieses Video an. Doch jetzt gucken wir, was bringt der neue Survivor mit Jeff Jensen. Jeff Jensen wurde in Ormond, Alberta, geboren und wuchs auch dort auf. Er war ein ruhiges Einzelkind, das größere Menschenmengen mied. An der High School wurde sein ängstliches Wesen als Schüchternheit gedeutet. In seiner sorgsam gepflegten Rolle als harter, stoischer Kerl schüchterte er tyrannische Mitschüler ebenso wie Lehrer ein. Er begann sich für Heavy Metal zu interessieren und legte eine Plattensammlung an. Der aussagekräftige Symbolismus der Plattencover motivierte ihn dazu, selbst künstlerisch tätig zu werden, was ihm auch dabei half, die ständigen Streitereien zwischen seinen Eltern zu verkraften. Um den immer häufiger eintretenden Wutausbrüchen seiner Eltern zu entkommen, nahm Jeff einen Job in der Videothek an. Da sich nur wenige Kunden dorthin verirrten, hatte er viel Freizeit, um sich seinen Zeichnungen zu widmen. Ein Stammkunde, der oft spät nachts vorbeikam, entdeckte seine Skizzen und bat ihn, ein Kunstwerk für seine Gang bei der verlassenen Hütte auf dem Mount Ormond zu entwerfen. Jeff nahm die Herausforderung an und erschuf ein großes Wandbild, das den bluttriefenden Namen »Die Legion« zeigte. Für seine harte Arbeit bekam er $50 und einen 12er-Pack Bier. Das war seine erste bezahlte Arbeit und auf diesen Meilenstein war er auch sehr, sehr stolz. Nach der Scheidung seiner Eltern musste Jeff mit seiner Mutter nach Winkler in Manitoba ziehen. Nun war er meilenweit von seiner Heimatstadt und seinem Vater entfernt. In Winkler lebte Jeff noch isolierter als zuvor und hatte nur seine Kunst und die Musik. Kurz nach dem Highschool-Abschluss nahm er seinen Job in einer örtlichen Bar mit Live-Musik an und fand darin Erlösung. Kurz darauf heuerte er als Roadie an und verließ Winkler. Einige Jahre darauf wurde Jeff bei einer Rangelei während eines Konzerts verletzt. Da ihm der teilweise Verlust seiner Sehkraft drohte, schlug sein Arzt ihm vor, zur Beobachtung in der Stadt zu bleiben. In dieser schwierigen Zeit überdachte Jeff seine bisherigen Entscheidungen. Er schrieb sich wieder an der Schule ein, und zwar an einer Kunstschule. Seine Sehkraft kehrte langsam zurück, doch er musste vorsichtig sein. Er belegte mehrere Kurse und experimentierte mit einer Vielzahl an Kunstgenres. Entschloss sich aber schließlich über Ölmalerei und digitale Kunst. Für Letzteres wurde bezahlte Praktika angeboten. Er suchte sich einen Bürojob und ging darin auf, Etiketten für Mikrobrauereien zu gestalten. Sein Leben war ruhig und einfach. Er braute Bier, adoptierte einen Hund aus dem Tierheim, entwarf Tätowierungen und designte freiberuflich Albumcovers für Bands, die ihm gefielen. Bis zu dem Morgen, an dem er einen Anruf aus Ormond erhielt, weil sein Vater verstorben war und es einige Dinge zu regeln gab. Jeff fuhr also zurück nach Ormond. Als er das Haus seines verstorbenen Vaters erreichte, überkam ihn eine Weile des Nostalgie. Eine Welle der Nostalgie. In einem Zimmer lehnte ein alter Gitarrenkoffer an der Wand. Darin befand sich eine schwarze Vintage-Gitarre mit einem Notizzettel, auf dem für meinen Jungen stand. Er blieb länger in Ormond als geplant und dachte an seine Kindheit zurück. Als er an seiner früheren Highschool vorbeifuhr, erinnerte er sich an das Wandbild, das er oben auf dem Mount Ormond gemalt hatte. Er kaufte sich einen 12er-Pack Bier und machte sich zur Hütte auf. Nachdem seine Kollegen wochenlang nichts von Jeff gehört hatten, nahmen sie an, dass er seiner Trauer zum Opfer gefallen war. Sein Nachbar hatte genug davon, auf seinen Hund aufzupassen, der mit jedem Tag unruhiger wurde. So wurde er wieder zum Streuner und irrte seitdem auf der Suche nach Jeffs malzigen Geruch durch die Wildnis. Ein bisschen eine traurige Geschichte, die da der Jeff mit sich bringt, aber auch er bringt natürlich drei neue lernbare Perks für die Survivor mit. Zerlegen. Immer wenn du selbst von einem Haken entkommst oder davon gerettet wirst, geht der Haken kaputt und du siehst 4 Sekunden lang die Aura des Killers. Nachsorge.
erzeugt eine wechselseitige Verbindung zwischen dir und dem ersten Überlebenden, beziehungsweise den ersten Überlebenden, wenn Folgendes eintritt. Du rettest jemanden von einem Haken oder jemand rettet dich von einem Haken. Du heilst jemanden oder wirst von jemandem geheilt. Du kannst bis zu einer Verbindung mit anderen Überlebenden erzeugen. Bestehende Verbindungen werden nicht ersetzt, bis sie entfernt werden. Wenn du vom Killer festgehakt wirst, werden alle deine bestehenden Verbindungen mit anderen Überlebenden entfernt. Verzerrung. Du startest die Runde mit 3 Zeichen. Falls der Killer deine Aura sehen würde, wird der Perk aktiviert und ein Zeichen wird verbraucht. Für die nächsten 6 Sekunden, solange der Perk aktiv ist, kann der Killer deine Aura nicht sehen.